Use the breathing techniques I taught you. They will ease the pain. Let me tell you the story of the Ing and of the champions who came before you. Before the restoration, as the other clans strayed and disbanded, a merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself. And the clan swore to protect. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mark of the Ninja. Unsere nächste Aufgabe ist anscheinend, dieses Gebäude zu infiltrieren. Kommt man hier runter? Ja, man kommt sogar hier runter und damit haben wir direkt schon mal was gefunden. Nämlich ein Artefakt. Hops, zack. Und wir gehen erstmal hier hoch. Nein, gehen wir nicht. Nein, das will ich mir noch nicht antun. Oder will ich mir das schon antun? Ich gucke mich erstmal nochmal lieber genauer um. Man weiß ja nie, was man noch so findet. Hier aber anscheinend nichts mehr. Na gut. Okay. Dann gehen wir jetzt doch hier rein. Diese Gebäude sind protected by high-tech tripwires. But you can wreck them all with a simple bamboo dart. Ah, da sieht man sogar, wo die Leitungen lang verlaufen, also für welches Teil die sind. Perfectly. So. Was haben wir denn hier? Muss ich hier aufpassen, dass das irgendwie wieder durch, nicht da durchfliegt oder so? Nö, muss ich nicht. Dann ist das ja einfach. So, was haben wir hier? Hier kann ich bestimmt. The main transformer should be nearby. Destroy that and you'll bring down all the lights. Ups. For a time. Ich kann sogar schnell wechseln. Upsala, nee, das wollte ich nicht. Und ich habe jetzt nicht aufgepasst, was die gesagt hat. Verdammt! Einmal dich und einmal dich. Watch. What was that? The alarms switch off when the guard walks past them. Or when he's dragged past them. Don't see anything. Ah, schon klar. Hey! Upsala. Verdammt! Shit! Shit, where'd he go? Ah, ich weiß ja, was die mir sagen will. Mal gucken, ob die mich sieht. Die Wache. Oh, verdammt. Okay, ich bin tot. Das erste Mal gestorben in diesem Let's Play. Aber ich weiß, was die von mir wollen. Und ich weiß auch schon, wie ich das anstelle. Und zwar so. Hey! Oh nein. Okay, töte mich. Ah! Ich hab mich vertan, das wollte ich gar nicht. So. Genau, und jetzt kann ich nämlich so. Zack und zack. Und ich pack mir seinen Körper. Und kann damit nämlich jetzt hier durchgehen. Und den schmeißen wir jetzt hier runter. Bup. So. Einfach nur zur Sicherheit einmal hier ausschalten.
Gut, da kommen wir nicht hoch, da gibt's nichts. Dann gehen wir doch mal weiter und gucken, was wir hier noch so haben. Ich habe übrigens jetzt geändert, wie ich das machen werde mit den einzelnen Parts. Da jeder, ich sag mal, jedes Level ungefähr, ja, eine halbe Stunde oder so geht, werde ich immer die Level komplett spielen. Und das dann pro Level in zwei Parts cutten oder sowas. Ich werde es mal sehen. Also, ich werde mich nicht immer nach jedem Part verabschieden, aber so zwischendurch wird das dann sein. Ja, was mache ich denn jetzt? Hier hoch? Kann ich hier überhaupt irgendwas machen? Gerade irgendwie nicht so. Aber ich habe eine Idee, was ich machen kann. Und zwar so. Genau so nämlich. Schalten sich die Dinger auch aus? Perfekt, die schalten sich auch aus. Erstmal will ich aber gucken, was wir hier oben haben. Ah, wieder eine Alternativroute, alles klar. Und was haben wir hier unten? Ah, so hätte ich das also auch machen können. Wow. Aber ich habe schon irgendwie den klügeren Weg gewählt. Und hier will ich mal eben... Oder will ich das? Nein, will ich nicht. Was will ich machen? Das will ich machen. Das will ich machen. Ups, ich bin tot. Ja, ich bin tot, ich wusste es. Aber da wurde ja zum Glück gespeichert. Sieht man immer an diesen Falken, der hier unter mir gerade ist, wenn der so aufleuchtet und sowas. So, von hier aus kann ich das aber besser machen. Nee, Moment. So. Kriegt er das mit? Nö. Schalt um, danke. So, und jetzt muss ich mir den ganz schnell packen und ausweichen. So. Damit mich nämlich dieses Ding da nicht sieht. Die Lampe, die kann ich nämlich nicht zerstören, wie ihr ja schon mal gemerkt habt. Da prallen die Teile von ab. Aber wir sind ja ein gelenkiger Ninja. Und von daher ist das ja alles kein Problem für uns. Okay, wie mache ich den? Das Licht trifft mich hier nicht. Aber der guckt voll in meine Richtung. Da unten kann ich mich hinter diesem... Ist das ein Wagen? Ich weiß es gar nicht. Verstecken, glaube ich, ne? Ah, ich kann hier rein. Alles klar. Ich muss nur den richtigen Moment abwarten, dass ich den da rechts ausnocken kann. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Oder läuft er immer genau mit dem Licht wieder zurück? Nein, tut er nicht. So. Und... Oh, 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 schnell aus dem Licht raus. Rein mit dir in den Wagen, danke. Hier werde ich nicht gesehen, ne? Nein. Du, wenn ich jetzt hier hochgehe, kann ich mich hier hinter verstecken. Und dann warte ich auf den Kerl da hinten. Dass der jetzt hier vorbeiläuft. Und dann geht das nämlich... Hier hinter. Bitte guck nicht hier hinter. Bitte guck nicht hier hinter. Bitte guck nicht hier hinter. Tut er nicht. Perfekt. So. Ah. Okay, jetzt weiß ich aber wenigstens, dass das Licht nur was macht, wenn die Wachen mich auch im Blickfeld haben. Remember, you're trying to avoid detection. Ja, Madame. Ist ja okay. War ja nicht beabsichtigt und war ja auch nicht so schlimm gewesen, ne?
Die Figur im Hintergrund macht irgendwie Angst. Keine Ahnung. Ich finde die nicht so dolle jetzt hier. Was haben wir hier? Den Generator. Als hätten wir es nicht geahnt. Kann ich die auch direkt? Ja, kann ich. Den Generator kann ich noch nicht abschalten. Und da unten komme ich auch nicht hin. So, schleich dich in den Komplex. Nichts leichter als das. Psst. Hallo, Artefakt. Geräuschentwickler. Ein kleiner Knallkörper, der die Aufmerksamkeit aller in der Nähe erregt. Ah, perfekt. Remember, if a guard is blocking your way, you can try to distract him. Ich will eigentlich keinen Geräuschentwickler benutzen. Nee. Ich nehme lieber die Pfeile. Und mach den da. Und... so. Finde ich irgendwie cooler. Keine Ahnung warum. Gefällt mir mehr. So, was haben wir hier? Springe und... ah, dann gedrückt halten LT. Was zur Hölle ist das für ein Deutsch? Springe und A, dann gedrückt halten LT. Ach, das meinen die. Ah. Springe und A, dann gedrückt halten LT. Okay, das ist wirklich gutes Deutsch. Das wirklich ist gutes Deutsch. Ich verstehe sofort, was meinen die. Und ja. Nun gut. Wir wollen jetzt mal nicht hier dieses Deutsch in Frage stellen. Das Deutsch ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das hier ist schlecht, und zwar für mich.